Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag. Genau richtig für eine lustige Fahrradtour. Was für ein riesig großer Kürbis. Papa Wutz ist sehr stolz auf seinen Kürbis. Ja, das ist wirklich ein dicker Otto. Das gibt einen ordentlichen Kürbiskuchen. Schneller, Schorsch! Klausi, Luzi, Luisa! Klausi Kleff, Luzi Locke und Luisa Löffel sind auch mit dem Fahrrad unterwegs. Schorsch kann nur Dreirad fahren. Er fährt so langsam. Wer als Erster bei dem dicken Kürbis ist. Aber seid vorsichtig. Der darf nicht kaputt gehen, weil der meinem Papa gehört. Und mein Papa ist bestimmt traurig, wenn der kaputt geht. Keine Sorge, Peppa. Und los! Peppa und ihre Freunde sausen auf den Kürbis zu. Hey, passt auf den Kürbis auf! Hurra! Peppa, pass auf! Papas Kürbis! Entschuldigung. Guckt mal, wie langsam Schorsch fährt. Schorsch fährt noch ein Babyfahrrad. Du hast auch ein Babyfahrrad, Peppa. Du brauchst ja noch Stützräder. Ich kann schon ohne Stützräder fahren. Ich auch. Und ich. Wer als Erster oben ist? Kommst du mit, Peppa? Nö, ich bleibe lieber hier. Bis später dann. Ja. Peppa würde am liebsten ohne Stützräder fahren. Papa, ich will meine Stützräder nicht mehr haben. Kannst du denn ohne sie fahren? Ja! Na gut, Peppa, ich mach sie ab. Und schon hat Peppas Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Peppa? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Peppa. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Peppa fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Peppa. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Klausi, Luzi, Luisa, schaut mal. Ich bin jetzt auch endlich meine Stützräder los. Könnt ihr es sehen? Hurra! Wer als Erster beim Kürbis ist? Peppa, hey, Achtung, der Kürbis! Ich bin die Schnellste. Peppa schaut nicht, wo sie hinfährt. Oh je, Peppa hat Papas Kürbis zermatscht. Tut mir leid, Papa, jetzt ist er kaputt. Der Kürbis ist egal. Hauptsache, du bist nicht kaputt. Von jetzt an passt du aber auf, wohin du fährst. Okay, das mache ich, Papa. Gut. Nun ja, jetzt, wo der Kürbis kaputt ist, können wir ja einen Kuchen daraus backen. Au ja, Kürbiskuchen. Und weil Papas Kürbis so ein dicker Otto ist, wird es auch bestimmt genug Kuchen für alle geben. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Klausia. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon? Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich.
Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affen, bitte. Den Papagei, bitte. Oho, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben Sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh je, ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Da nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So, wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Hoho, nein. Es ist ein... Saurier. Das stimmt, ein Dinosaurier. Endlich hat George seinen Saurierballon. Saurier. Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah, siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. George, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht wuff, wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Ich bin das kleine Rotkäppchen. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa. Papa, du darfst nicht fotografieren. Ups, Verzeihung, Peppa. Mach weiter. Ich besuche meine Großmutter. Oh, du siehst nicht aus wie meine Großmutter. Warum hast du so große Augen? Warum hast du so große Zähne? Du bist nicht meine Großmutter. Du bist der große böse Wolf. Hilfe zu Hilfe! Doch seht, wer ihr ist, gerade noch rechtzeitig. Pedro der Jäger. Hilfe zu Hilfe? Gerade noch rechtzeitig, Pedro der Jäger. Pedro ist ein bisschen schüchtern. Pedro, möchtest du, dass ich dich begleite? Ja, bitte. Du bist ein ganz unartiger Wolf. Ich hab dich gerettet, Großmutter. Hurra! Dankeschön. Bravo! Bravo! Pedro, du warst wirklich gut. Du warst fast genauso gut wie ich. Rotkäppchen und der böse Wolf. Hurra! Alle Kinder spielen bei dem Stück mit. Sie müssen zu Hause üben. Peppa spielt das Rotkäppchen. Mama Wutz hat ihr Kostüm genäht. Papa Wutz hilft ihr beim Textlernen. Also, Peppa, was musst du sagen? Ich bin das kleine Rotkäppchen. Sehr gut. Und dann? Ich besuche meine Großmutter. Ich besuche meine Großmutter. Bravo, Peppa! Klausi Kleff spielt den großen bösen Wolf. Opa Kleff und Mama Kleff helfen ihm beim Proben.
Ich bin der große böse Wolf. Möglichst nicht lachen, Klausi. Du musst furchterregender sein. Versuch es mal so, Klausi. Ich bin der große böse Wolf und ich fresse euch alle. Siehst du? Ja, das war echt furchterregend. Pedro Pony spielt den Jäger. Er rettet Peppa vor dem großen bösen Wolf. Ich bin der Jäger und... Pedro ist ein bisschen schüchtern. Nee, du sagst, ich jage dich davon, du großer böser Wolf. Hau ab, gemeiner Wolf. Gut gemacht, Pedro. Luisa Löffel spielt die Großmutter. Was muss ich sagen, Mama? Mal sehen. Am Anfang des Stücks sperrt dich der große böse Wolf in einen Schrank. Dann ganz am Ende des Stücks rettet dich der Jäger. Und du sagst, Dankeschön. Dankeschön. Das war gut, Luisa. Heute werden wir eine Erinnerungskapsel füllen. Was ist eine Erinnerungskapsel? Eine Erinnerungskapsel ist etwas, das den Menschen in der Zukunft zeigt, wie wir leben. Wie? Wir füllen ausgewählte Dinge in diese Kapsel und dann vergraben wir sie im Schulgarten. Wird sie dann groß? Nein, Luzi. Sie bleibt für eine lange Zeit tief vergraben in der Erde. Nun, welche Dinge wollen wir hineintun? Ein Comic? Sehr gut, Peppa. Musik? Sehr gut, Luzi. Spielzeug? Nee. Eine Münze? Briefmarken? Eine Karotte? Oh, Luisa, du magst Karotten wirklich sehr gern. Ja. Alle diese Dinge zeigen hervorragend unser alltägliches Leben. Madame Gazelle, wie wird die Zukunft eigentlich sein? Was denkst du denn, wie sie sein wird? Eins ist sicher, in der Zukunft wohne ich auf dem Mond. Und alle meine Freunde kommen mich besuchen. Und ich werde sicher mal Raumschiff-Pilot. Hallo! Wir nehmen jetzt eine Nachricht für die Menschen der Zukunft auf. Sagt Hallo zu der Zukunft. Hallo, ihr in der Zukunft. Bestimmt wohnt ihr alle auf dem Mond, oder? Und macht Urlaub auf dem Mars. Und fliegt mit Weltraumraketen rum. Ich glaube, hier ist was. Unsere alte Erinnerungskapsel. Hurra! Ich kann's kaum erwarten. Tretet zurück, Kinder. Ja, Madame Gazelle. Was haben wir denn hier? Oh, ein alter Comic. Das war mein Lieblingscomic. Ein Flugzeug. Mein Lieblingsflugzeug. Musik. Meine Lieblingsplatte. Und eine sehr alte Karotte. Das ist meine. Eine gute Idee, Mami. Und noch ein Video von euren Eltern aus der Zeit, als sie klein waren. Oh! Und wie ist das Ferkel dort mit der Brille? Ah, das ist Papa Wutz. Oh, und das bin ich. Hallo, ihr in der Zukunft. Was für ein quiekiges Stimmchen du hattest. Bestimmt wohnt ihr jetzt alle auf dem Mond. Dummer kleiner Papa Wutz. Es macht Riesenspaß, eine Erinnerungskapsel zu füllen. Und eine zu finden noch viel mehr. Guck mal, Teddy, wir fliegen ganz hoch. Peppa, sei vorsichtig, sonst fällt Teddy! Noch der... Teddy ist runtergefallen. Keine Sorge, Peppa, wir retten Teddy. Alle Mann festhalten! Wir gehen runter! Frau Mümmel lässt den Ballon hinabsinken, damit Teddy gerettet werden kann. Ich kann Teddy nirgends sehen. Da ist er! Teddy hängt im Baum fest. Ich nehme diesen Anker, um Teddy zu retten. Langsam, langsam. Ich hab ihn. Papa Wutz hat Teddy gerettet. Teddy! Hurra!
Oh je, niemand achtet darauf, wohin sie fliegen. Achtung! Baum voraus! Festhalten! Oh. Erst hing Teddy im Baum fest und jetzt hängen wir im Baum fest. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Haben wir uns verfahren? Ja. Oh! Seht mal alle her! Ist das nicht Omas und Opas Haus? Ja, dann sind wir hier in Opa Wutz Garten. Dachte ich mir. Ahoi, ihr Oma Wutz und Opa Wutz! Du liebe Güte! Ahoi auch, Frau Mümmel! Hilfe! Bitte! Opa! Wir kommen nicht runter! Keine Sorge, ich habe eine Leiter! Hurra! Alle klettern vom großen Ballon herunter. Oma! Opa! Frau Mümmel hat uns mitgenommen! In ihrem großen Ballon! Wie überaus aufregend! Ich fürchte, das Aufregendste, was wir bieten können, ist mein hausgemachter Schokoladenkuchen. Hausgemachter Schokoladenkuchen, das ist aufregend. Das war die beste Ballonfahrt der Welt. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Die Enten fressen zu hastig. Du liebe Güte. Heimfahrt! Alles einsteigen! Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Allen hat es viel Spaß gemacht. Los kommt, wir singen was. Singen Sie uns den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, oh. Bitte, Madame Gazelle, bitte den Bing-Bong-Song. Na gut. Oh, wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing. Kinder! Kinder, alle mal herhören! Wir müssen gucken, ob alle hier sind. Peppa und George. Hier! Luisa und Linus Löffel. Hier! Luzi Locke. Hier! Zoe Zebra. Hier! Klausi Kleff. Hier! Emily Elefant. Hier! Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Entschuldigung. Pedro, fast hättest du den Ausflug verpasst. Entschuldigung, Madame Gazelle. Kein Problem, wir sind ja noch da. Alles einsteigen! Frau Mümmel ist die Busfahrerin. Volle Kraft voraus! Wiedersehen! Kinder, hört mal alle her. Heute machen wir einen Ausflug in die Berge. Hurra! Das ist unser Zeltplatz. Atmet alle die wundervolle Luft ein, Kinder. Herrliche Landluft. Jetzt errichten wir unsere Zelte. Peppa und ihre Freunde bauen die Zelte auf. Kinder, sucht euch je einen Partner, mit dem ihr euer Zelt teilen wollt. Luzi, wollen wir in ein Zelt? Ich habe es schon Zoe versprochen. Entschuldigung, Luzi. Ich habe es schon Luisa versprochen. Luisa, du hast gesagt, du kommst zu mir. Oh ja. Emily, mit wem wolltest du denn in ein Zelt? Zoe. Oh ja. Gut, jetzt kannst du doch mit mir ins Zelt. Ja, toll.
So, ich brauche noch Holz für unser Lagerfeuer. Wir holen Holz. Ich und Petro wollen Holz holen. Oh, oh, ihr könnt alle Holz holen. Peppa und ihre Freunde holen Holz fürs Lagerfeuer. Wundervoll. Es ist Nacht. Peppa und ihre Freunde sitzen rund ums Lagerfeuer. Kinder, lasst uns etwas singen. Ja! Den Bing-Bong-Song bitte. Oh, ich weiß ja nicht. Bitte, Tantagesell, den Bing-Bong-Song. Also gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Bu, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bu. Bong, Bing, Bu, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bu. Peppas Freunde sind auch da. Luzi Locke, Luisa Löffel, Molly Mietze, Klausi Kleff und Pedro Pony. Kinder, wir haben einen neuen Schüler. Peppa Wutz. Nun, Peppa, lauf zu deinen Freunden. Hallo zusammen. Hallo, Hallo Papa. Papa. Nein. Kinder, wir beginnen mit Demi-Plié. Demi-plié. Nun ein kleiner Sprung. Petit jeté. Mit Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Petit jeté. Grazie und Anmut. Die Ballettstunde macht eine Menge Spaß. Hebt eure Arme. Stellt euch vor, ihr wärt ein sehr schöner Schwan. Was für ein Geräusch macht so ein schöner Schwan? Miau. Nee. Grazie und Anmut. Früher mit Mama auch Ballett getanzt. Pass lieber auf, Papa Wutz. Am besten waren wir im Pas de Deux. Ich hatte es anders in Erinnerung. Dummer Papa Wutz. Hoho, überlassen wir das Ballett doch lieber Peppa. Ja, denn ich kann es am besten. Ich bin ein wunderschöner Schwan. Heute haben wir eine neue Schülerin. Emily Elefant. Hallo, Emily! Hallo. Emily ist ein bisschen schüchtern. Wer von euch möchte Emily ihren Kleiderhaken zeigen? Ich! Oh, oh, wir brauchen nur einen. Peppa, zeigst du Emily ihren Kleiderhaken? Ja, Madame Gazelle. Wir haben alle unseren eigenen Kleiderhaken. Das hier ist dein Kleiderhaken. Emily hängt ihre Jacke an ihren eigenen Haken. Also, Emily, was möchtest du heute machen? Malen, kneten oder Bauklötze? Ich weiß nicht. Vielleicht Bauklötze? Was ist mit den anderen? Malen, kneten oder Bauklötze? Bauklötze! Meine Güte, die Bauklötze sind heute aber sehr beliebt. Alle wollen neben Emily Elefant sitzen. Emily, du stellst einen Klotz auf den anderen. Guck so. Ist es besser, wenn du sie nebeneinander stellst?
Nein, so geht das, Emily. Miau. So ist es richtig, Emily. Nein. Nein, Emily. Guck, so. Ihr seid alle sehr hilfsbereit. Aber, Emily, wie möchtest du denn mit deinen Klötzen bauen? Ich weiß nicht so recht. Vielleicht mache ich es so. Boah. Emily Elefant kann sehr gut mit Klötzen bauen. Erschüchtern. Emily, sollen wir mein Lieblingsspiel spielen? Was ist dein Lieblingsspiel? In die Matschepfütze springen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Peppa liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das macht bestimmt Spaß. Yippie! Und Madame Gazelle liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily, hat dir dein erster Tag in unserer Spielgruppe gefallen? Ja, Madame Gazelle. Und, hast du auch schon viele neue Freunde? Ja! Emily Elefant ist meine Freundin. Emily ist meine Freundin. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Emily, wen magst du am liebsten? Ich mag Luzi und Klausi und Zoe und Luisa und Petro und Peppa. Es ist Pause. Hurra! Emily, möchtest du mit den anderen draußen spielen? Ja, gern. Wer zeigt Emily, wo wir spielen? Ich, Madame Gazelle. In der Pause spielen Peppa und ihre Freunde im Garten. Was für ein Krach! Wir spielen, wer am lautesten ist. Okay, ich bin zuerst dran. Squeak, squeak. Das war schon ziemlich laut. Jetzt ist Zoe Zebra dran. Und jetzt Luzi Locke. Jetzt kommt Klausi Kleff. Das war schon sehr laut. Ich bin dran. Jetzt ich. Nein. Ich bin. Peppa ist am lautesten. Emily, du bist dran. Ich weiß nicht recht. Bitte, Emily. Also gut, ich versuch's. Du liebe Güte, war das laut! Boah! Mach das nochmal! Jetzt ist Emily Elefant nicht mehr schüchtern. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. Wiedersehen. Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Shh, sag's ihm nicht, das merkt er doch nie. Der Flohmarkttag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Peppa, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig, aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas, dann gehe ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama, guck, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Vielleicht treibt es Peppa ein bisschen zu arg mit Schorsch. Peppa!
Pepper, hast du Schorsch geärgert? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man fängt. Wirklich? Gut, ich kenne ein Spiel, bei dem man fangen lernen kann. Schweinchen in der Mitte. Pepper, du nimmst den Ball und gehst darüber. Und du, Schorsch, stellst dich hier hin. Gut. Ihr müsst jetzt den Ball einander zuwerfen. Und ich versuche ihn zu fangen. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Mami ist das Schweinchen in der Mitte. Fang, Schorsch! Oh, verpasst. Schorsch hat den Ball gefangen. Hurra! Hurra! Prima, Schorsch. Nun wirf mal den Ball zu Pepper. Ups, nochmal. Oh, nochmal. Schorsch kann den Ball nicht an Mama Wutz vorbeiwerfen. Komm schon, Schorsch, wirf den Ball zu mir. Dummer Schorsch. Das kann ich doch auch. Pepper möchte das auch mal ausprobieren. Aber sie ist zu groß und bleibt stecken. Und schon hat Peppers Fahrrad keine Stützräder mehr. Sag mal, willst du wirklich ohne die Stützräder fahren? Ja! Kannst du das denn schon? Jawohl, ich krieg das ganz bestimmt hin. Das ist nicht witzig. Es ist ganz schön schwierig, ohne Stützräder zu fahren. Brauchst du Hilfe, Pepper? Au ja, Papa. Okay. Achtung, fertig, los. Lass nicht los, Papa. Keine Sorge, ich hab dich. Du bist schon richtig gut, Pepper. Halt fest, Papa. Weiter strampeln. Pepper fährt ganz allein, ohne Stützräder. Papa, wo warst du denn? Du kannst ja schon ganz gut alleine fahren. Ehrlich? Ja, du bist richtig gut darin, Pepper. Wirklich? Oh, ich kann's, yippie. Alle mal hergucken. Ich kann jetzt ganz alleine Fahrrad fahren. Pepper, was hast du schon Spannendes entdeckt? Nur Bäume und Bäume und noch mehr langweilige Bäume. Pepper, hast du dich auch richtig umgesehen? Hab ich. Ich gucke mich richtig doll um und trotzdem sehe ich nirgendwo... Oh, was ist das? Pepper hat Fußspuren entdeckt. Von wem sind die Fußspuren? Sausia! Oh, Schorsch! Das sind doch keine Dinosaurierspuren! Wir folgen den Fußspuren und gucken, wer sie gemacht hat. Ja! Psst! Wir müssen sehr leise sein, damit wir niemanden erschrecken. Ja, Mama. Schorsch? Psst! Psst! Pepper und Schorsch folgen den Fußspuren. Guckt! Ein kleiner Vogel hat die Fußspuren gemacht. Er ist auf den Baum geflogen. Wo? Hier, Pepper. Guck mal durch das Fernglas. Das Fernglas lässt alles größer aussehen. Ich sehe ein Küken. Zwei. Drei kleine Küken. Oh, was die wohl gerne essen? Die essen ja Würmer. Das ist ja eklig. Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Guck. Was für winzige Fußspuren. Die Fußspuren stammen von Ameisen. Sie sammeln Blätter zum Essen. Machen Sie sich einen Salat zum Mittag? Ja. Mama Wutz und Pepper sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Pepper. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut, Schorsch. Papa, Papa, guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot.
Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa, und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaft gut, meine Schweinchen. Thank you.